Dieses Thema, das ich hier behandle, das behandle ich seit einiger Zeit bei jeder New Start Kur, weil ich immer wieder erlebe, wie Menschen okkult belastet sind. Und ich erlebe in meiner Seelsorge seit vielen Jahren, wie Menschen nicht nur okkult belastet werden, sondern sogar von Dämonen beherrscht werden. Als ich das erste Mal diesen Vortrag hielt, in einer öffentlichen Vortragsreihe in Rumänien, ist Folgendes passiert. Ich habe mich sehr gründlich vorbereitet auf diesen Vortrag, hatte eine niegelnagelneue Lautsprecheranlage von Österreich mitgenommen und es gab auch eine sehr gute Lautsprecheranlage dort im öffentlichen Saal, im Casa di Cultura in Sibiu, im Kulturhaus. Und jeden Abend hatten wir Gebetsgemeinschaft vor dem Vortrag und jeden Abend haben wir uns ganz unter die Leitung des Heiligen Geistes gestellt und um die Führung durch den Heiligen Geist gebeten und um Bewahrung, um Schutz und um Segen durch Gott. Und ich habe mich intensiv vorbereitet, denn in dieser Zeit ist die Rockmusik sehr stark geworden. Und ich habe sehr viele Bilder gesammelt gehabt, auf Overhead-Folien, über die Hintergründe der Rockmusik und über die Hintergründe von verschiedensten okkulten Praktiken. Und wir schalten den Overhead-Projektor ein, tack, brennt die Birne durch. Kurz danach haben wir einen unglaublichen Lärm in der Lautsprecheranlage. Und plötzlich fallen meine beiden Mikrofone aus. Zuerst ein furchtbares Krachen und Knattern und dann plötzlich waren beide Mikrofone tot. Ich schaue den Techniker an und der Techniker gibt Signal zurück. Technik, alles in Ordnung. Versteht nicht. Kurz danach, beim Übersetzer ist es noch weitergegangen. Plötzlich ist ein Mikrofon von ihm gestört und dann das zweite Mikrofon und plötzlich war alles aus. Die ganze Saalanlage tot. Bis zum Ende des Vortrags und dann war wieder alles normal. Und plötzlich wurde uns bewusst, wir sprechen jetzt über die Taktik Satans und nicht über seine Macht. Ihr Lieben, das ist ein wichtiges Prinzip. Wir dürfen nicht über die Macht Satans reden, denn dann kriegst du Angst. Wir müssen über die Macht Jesu sprechen, aber müssen ganz deutlich über die Taktik Satans reden. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, das heißt, Gott hat viele, viele Warnungen gegeben über die Taktik des Widersachers. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber, wie war es möglich, dass zur Zeit Jesu im Volke Israel, im Volke Gottes, Menschen von Dämonen besessen worden sind? Wie ist das möglich? Im Volk Gottes. Ich bin dieser Frage nachgegangen und sehr gründlich nachgegangen und habe festgestellt, dass Gott enorm viele Weisungen gegeben hat in seinem Wort, durch die Propheten, schon durch Mose, und enorm viele Warnungen gegeben hat. Hätten sie das beachtet, wäre das nie passiert. Nie. Und so haben sie sich unbewusst geöffnet für finstere Mächte. Das heißt, im 5. Buch Mose, Kapitel 18, gibt Gott eine ernste Warnung. Und zwar, bevor das Volk Israel von Gott hineingeführt wurde in das gelobte Land, in das Land Kanaan, da standen sie nach 40 Jahren Wüstenwanderung an der Grenze zum gelobten Land. Und da hat Gott ihnen eine ernste Warnung gegeben, die er nie vorher so deutlich gegeben hat. Und beachtet, was Gott sagt. 5. Buch Mose, Kapitel 18, vom Vers 9 an. 5. Mose 18, vom Vers 9 an. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird,
so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Beachtet auf jedes Wort. Gott hat nicht gesagt, du sollst diese Gräuel dieser Völker nicht tun, sondern du sollst nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Das heißt, für Israel war das unbekannt. Aber sie waren in der Gefahr, das zu lernen von diesen heidnischen Völkern. Und ihr Lieben, was wir jetzt lesen, genau das Gleiche lernen heute Christen in christlichen Ländern von finsteren Mächten. Schaut einmal, was Gott hier sagt. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Wisst ihr, dass man das heute lernen kann? Feuerlauf. Oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt. Das heißt, das ist die ganze Palette der Astrologie. Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter, das heißt Astrologen, und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Wie nennt Gott hier Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste, Zauberei, Bannungen, Geisterbeschwörung, Zeichendeuterei, Totenbefragung, wie nennt er das? Gräuel. Gräuelsünden. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Satan kann Menschen nicht einfach in Besitz nehmen. Der Mensch ist Gottes Eigentum. Ganz wichtig, ihr braucht keine Angst haben vor dem Teufel. Jeder Mensch gehört Gott. Aber der Mensch kann sich öffnen für finstere Mächte. Und da geht es um sogenannte Einfallstore. Und über die möchte ich jetzt ganz kurz sprechen. Welche sind die Einfallstore, wo Menschen sich öffnen können für finstere Mächte? Da ist zum Beispiel die ganze Palette des Okkulten. Okkultismus und Spiritismus. Darüber spreche ich heute Abend. Aber die anderen Punkte möchte ich auch ganz kurz erwähnen. Das sind Drogen, wenn Menschen Drogen nehmen, auch da machen sie auf für finstere Mächte. Dann Kindsmissbrauch, dann Unzucht. Wisst ihr, was Unzucht ist? Unzucht heißt sexuelle Beziehungen vor der Ehe. Auch da machen Menschen auf für finstere Mächte. Und die Bibel warnt eindringlich, der Apostel Paulus sagt in seinen Briefen, flieht die Unzucht. Jede Sünde geschieht außerhalb des Leibes. Wer Unzucht treibt, sündigt am eigenen Leib. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst. Da drinnen will der Heilige Geist wohnen und der Teufel will auch hinein. Also, dann ein weiterer Bereich, Vergewaltigung oder Blutschande. Das heißt, wenn der Bruder und Schwestern miteinander schlafen oder Tochter, Vater und Sohn und Tochter oder Mutter und Sohn oder homosexuelle und lesbische Praktiken. Ihr Lieben, es ist eine Tragödie, was sich heute hier abspielt. Viele haben keine Ahnung, dass sie damit vollkommen sich öffnen für dunkle Mächte.
Ich habe zweimal erlebt, einmal, dass ein Homosexueller besessen war und durch ein ernstes Gebet, das ungefähr 20 Minuten gedauert hat, ist der Dämon ausgefahren aus ihm und sein Leben war neu. Ich habe zweimal erlebt, dass Jesus durch ein ernstes Befreiungsgebet Homosexuelle befreit hat. Die homosexuelle Sexualität ist vollkommen gegen die Schöpfungsordnung. Und Jesus ist gekommen, um die Schöpfungsordnung vollkommen wiederherzustellen. Und deshalb haben wir das Thema gehabt, wo Jesus sagt, in Johannes Kapitel 3, sagt er zum Nikodemus: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Und in dieser Neugeburt, da macht Jesus alles neu. Und das ist das große Geheimnis. Und das ist das große Werk, das unser Erlöser tun kann bei jedem, der das als Sünde erkennt und frei werden will. Und die ganz normale, eine ganz normale Ehe führen kann oder führen will. Gott zwingt niemanden die Befreiung auf. Aber jeder, der frei werden will und das erkennt, die Bibel spricht sehr klar darüber, dass es Verirrung ist, wenn Mann mit Mann schlafen. Und schon im Alten Testament, wisst ihr, was die große Sünde von Sodom und Gomorra war? Homosexualität. Gott hat auch gewarnt vor Menschen, die mit Tieren sexuelle Verbindungen, Beziehungen haben. Und so machen sie auf für finstere Mächte. So kriegt Satan Zugang zum Leben von solchen Menschen. Und die größte Tragödie ist, dass es heute geistliche Führer gibt, Pfarrer, die Homosexuelle trauen. Unfassbar. Ich frage mich manchmal, haben die noch nie gelesen, wovor Gott warnt und wie Gott das beurteilt? Wohlgemerkt, kein Homosexueller darf verurteilt werden oder gar bekämpft werden oder verworfen werden. Das ist genauso wie jeder Mensch. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle unsere sündigen Neigungen. Daher brauchen wir alle Erlösung durch Jesus. Alle. Alle brauchen eine Bekehrung und Wiedergeburt. Alle. Egal, ob das ein Dieb ist oder ein Lügner oder ein korrekter Mensch oder ein Homosexueller, wer immer. Jesus ist gekommen, um uns aus der Hand Satans komplett zu befreien und uns für den Himmel zuzubereiten. Pornografie. Wenn Menschen Pornofilme anschauen, auch hier machen sie auf für finstere Mächte. Dann Hypnose und Esoterik, darüber sprechen wir noch. Wisst ihr, was in der Hypnose passiert? Die Hypnose wird heute vielfach auch in der Medizin angewandt. Ihr Lieben, in der Hypnose übernimmt ein anderer die Kontrolle über deinen Willen. Und niemals darf irgendein anderer die Kontrolle haben über meinen Willen. Der Wille ist der König der Entscheidungen. Und du musst immer von deinem persönlichen Willen her klare Entscheidungen treffen können. Ganz wichtig. Also Hypnose und Esoterik, darüber sprechen wir noch. Zur Esoterik gehört Qigong, Reiki, Yoga, transzendentale Meditation und so weiter. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, die sagen, die Menschen müssen ihren Verstand und ihren Sinn und ihr Innerstes entleeren. Und sie müssen innerlich leer werden. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann sind sie total frei und offen für die finsteren Mächte. Jesus hat gesagt, wenn ein Dämon ausfährt und das Haus bleibt leer und geschmückt, dann kommt er mit 7 anderen zurück. Und leer und geschmückt bleibt das Haus so lange, bis der Mensch Jesus sein Leben vollständig übergibt. Wenn Jesus in dein Leben kommen darf und du ihn einladest und ihn bittest, die Führung über dein Leben zu übernehmen, hat keine andere Macht mehr Zugang zu deinem Leben. Das ist das, was Jesus in Johannes Kapitel 10 sagt. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben
und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie mehr aus meiner Hand reißen. Ganz wichtig. Und in Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, vor der Herzenstür. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das heißt, ich werde in seinem Leben wohnen. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Weil er Jesus als Retter angenommen hat, konnte er sagen, Jesus lebt in mir. Dann ein weiterer Bereich, sündhafte Vergnügungen und Lustbarkeiten. Ihr Lieben, wisst ihr, wo Satan sich am liebsten aufhält? Wo er Massen von Menschen erreichen kann, und vor allem unsere Jugend. Das sind Rockkonzerte, Heavy-Metal-Konzerte, Diskotheken, da sind sie. Und wisst ihr, dass manche Rockmusiker es ganz offen sagen? Sobald sie auf die Bühne steigen, kommt ein anderer in ihr Innerstes und sie werden gesteuert. Ein Rockmusiker hat einmal sogar während des Konzerts seine Gitarre hat zu brennen begonnen. Und das Publikum hat gebrüllt, was der für Energien hat. Und das ist vollkommen dämonisch. Also sündhafte Vergnügungen und Lustbarkeiten. Im Buch Das Leben Jesu, Seite 241, steht, dass der Besessene von Kapernaum durch ein Leben in Sünde immer tiefer gesunken ist, bis er gemerkt hat, plötzlich übernimmt ein anderer die Kontrolle über seinen Leben. Und er war nicht mehr Herr seiner selbst. Und er kam dann in Lukas Evangelium Kapitel 4 und Kapitel 5, kam er in die Synagoge in Kapernaum und genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus eine Predigt hielt, dass er gekommen ist, um die Menschen frei zu machen, genau zu dem Augenblick bringt Satan diesen Besessenen hinein in die Synagoge, um alles zu stören. In der Hoffnung, dass alle Zuhörer, alle, die jetzt in diesem Gottesdienst waren, dass die das nicht hören, was Jesus gesagt hat. Dass er gekommen ist, um die Gefangenen zu befreien. Aber nicht der Satan hatte einen Sieg, sondern Jesus. Er hat dem Dämon den Befehl gegeben, auszufahren und der Besessene ist komplett frei geworden. In Angesicht aller Teilnehmer in dieser Synagoge. Ganz wichtig, Jesus ist der Einzige, der Menschen freimachen kann von Schuld, von Sünde und von allen finsteren Mächten und der dein Leben komplett neu machen kann. Das ist der Erlöser, den Gott gesandt hat. Dann Leben in Sünde, egal in welcher. Es gibt Leute, die sind ständig betrügen. Oder auch Alkohol. Alkohol verändert den Menschen komplett. In dem Büchlein, ich habe sehr viel Literatur gelesen darüber, wie finstere Mächte Zugang bekommen zu Menschen. Und da bin ich auf ein Büchlein gestoßen, das heißt In den Fußspuren des großen Arztes. Das ist ein Buch, das wir im Verlag haben. Und dort steht Folgendes drinnen: Alkoholiker werden zeitweise von einem Dämon beherrscht und dann zerschlagen sie alles. Zertrümmern Scheiben, zertrümmern Türen und so weiter. Eine Tragödie. Wisst ihr, es ist nicht zu fassen, wenn ich daran denke, was der Alkohol in dieser Welt anrichtet. Und alle, die Alkohol verkaufen und Alkohol produzieren für die Menschen und die Menschen trunken machen, die Bibel sagt, ihre Hände sind voll Blut. Das, was sie hier an Geld machen, da drauf klebt das Blut von Massen von Menschen. Und ich frage mich, wie werden die eines Tages vor Gott stehen? Wenn Gott sagen wird, zeigen wird, was hast du angerichtet? Wie viele Familien sind so zerstört worden? Wie viele Ehen sind zerstört worden? Wie viele Menschen sind damit in den Tod gekommen? Durch Verkehrsunfälle und so weiter. Im Propheten Jesaja sagt Gott im
65. Kapitel. Verdirb den Saft in der Rebe nicht, es ist ein Segen drinnen. Mach keinen Alkohol raus. Dann okkulte Filme, okkulte Videos, okkulte Computerspiele, okkulte Kinderspiele, Horrorfilme, Harry Potter, alles okkult. Und ich erlebe dann solche Leute nach einer gewissen Zeit mit schwersten Angstzuständen, Depressionen, Selbstmordgedanken und anderen verschiedensten anderen Störungen. Und dann ein wichtiger Punkt, das ist die Rockmusik. Rockmusik und Heavy Metal. Als wir in Afrika noch waren, im Missionsfeld, bin ich eines Tages gerufen worden, in der Nähe von unserer Missionsstation hat es eine Zauberszene gegeben, zwei Zauberer, die haben dort so ein Xylophon gespielt und vor ihnen haben zwei Mädchen getanzt mit einem großen langen Spieß in der Hand. Sie wollten Zauberkräfte bekommen. Und ich kann euch sagen, was ich da abgespielt hatte, das war entsetzlich. Ich habe die ganze Szene gefilmt und als ich dann den Film zurückbekam von der Entwicklung, ein Teil von diesem Film war vollkommen in Ordnung von anderen Szenen und genau diese ganze Szene war komplett schwarz. Ich wollte das extra filmen, weil ich die Menschen aufklären wollte, was sich da abspielt. Und diese Musik, die da getrommelt worden ist auf diesem Art Xylophon, ging mir durch Mark und Bein. Ich habe solch eine Musik und solch ein Trommeln nie vorher gehört. Als wir zurückgekommen sind nach Europa 1974, einige Jahre später plötzlich höre ich das genau in der Rockmusik. Genau das. Und da war für mich klar, da hatte ich noch kein Buch gelesen über die Hintergründe der Rockmusik, aber da war es für mich klar, hier ist Satan am Werk. Aber über den Weg der Musik erreicht er die Massen von Menschen. Gehen wir zum nächsten Punkt. Was gehört jetzt zum Okkultismus? Das Wort Okkult heißt geheim, verborgen. Da gehört die Wahrsagerei, die Zauberei und die Totenbefragung, der Spiritismus. Und der Spiritismus ist dann die schlimmste, die gefährlichste Form, wo Menschen direkt Kontakt aufnehmen mit Verstorbenen. Und jeder, der Kontakt auf mit Verstorbenen aufnimmt, nimmt damit Kontakt auf mit Dämonen. Entweder mit Satan selbst oder mit Dämonen. Denn die Bibel sagt, die Toten wissen nichts. Sie sind wirklich tot. Und daher warnt Gott eindringlich hier im 5. Buch Mose, du sollst nicht die Toten befragen. Wer das tut, ist dem Herrn ein Greuel. Gehen wir weiter. Zum Bereich der Mantik gehört die Astrologie. Und jetzt gehe ich mit euch verschiedene Bereiche durch. Ich möchte das nicht zu detailliert erklären, weil der Satan nicht verglorifiziert werden soll mit allem, was er so anbietet. Aber wenn ihr noch Fragen habt, wir können dann nachher noch sprechen. Gebt jetzt ganz bewusst alle diese Punkte mit und wenn irgendetwas davon in eurem Leben passiert ist, dann braucht ihr die Befreiung durch Jesus. Ich bin gern bereit mit euch, wenn ihr das erkennt, mit euch niederzuknien und Jesus zu bitten, dass er den Bann aller finsteren Mächte in eurem Leben komplett durchbrechen möge. Und ich erlebe es immer wieder, dass Jesus das Gebet erhört und die Menschen frei macht. Da gehört die Astrologie. Wisst ihr, dass heute viele Politiker ihre Wahrsager haben und ihre Berater, wie nennt man das, was in der Astrologie gemacht wird? Horoskop. Es gibt viele Politiker, die haben einen speziellen Wahrsager, der ihnen ganz genau das Horoskop schreibt,
welche Entscheidungen sie wann treffen sollen. Auch Geschäftsmänner, Geschäftsleute und so weiter. Astrologie. Hellsehen. Handlinien lesen. Ist für viele Spielerei. Für Satan nicht. Horoskope. Karten legen. Immer wenn die Zeiten schlimmer werden, wenn es Problemsituationen gibt, dann gehen die Leute zu den Wahrsagern. Da blüht dieses Geschäft. Weil sie wissen wollen, was bringt die Zukunft, wie soll ich mich entscheiden oder welche Pläne soll ich legen und so weiter. Auch wenn sie heiraten wollen. Dann das Pendeln und Wünschenrouten gehen. Ich habe einen gläubigen Christen kennengelernt aus Deutschland. Als er Christ geworden ist, bevor er Christ geworden ist, hat er die Erdstrahlen und Wasseradern in seinem Haus mit Pendel und Wünschenroute gemessen. Alles konnte er registrieren und so weiter. Dann wurde er Christ und nimmt das wieder in die Hand, das Pendel und Wünschenroute, und plötzlich kriegt er ein komisches Gefühl. Du bist Christ geworden. Das gehört nicht zu einem Leben mit Jesus. Wird unruhig, geht auf die Knie und betet. Und sagt, lieber Herr Jesus, wenn diese Fähigkeiten nicht von dir kommen, nimm sie mir weg. Nimm es wieder in die Hand, die Wünschelrute funktioniert nicht mehr. Nimm das Pendel in die Hand, funktioniert nicht mehr. Nach einiger Zeit denkt er sich, vielleicht habe ich mich irgendwie selbst beeinflusst. Bittet noch einmal, Herr Jesus, verzeih mir, aber ich möchte eine ganz klare Bestätigung haben. Eine klare Antwort. Wenn diese Fähigkeiten nicht von dir kommen, nimm sie mir weg für immer. Nimm wieder die Rute in die Hand und das Pendel in die Hand und funktioniert nicht mehr. Dann geht er auf die Knie und bittet Jesus inständig um Vergebung. Und um völlige Befreiung für immer, für sein ganzes Leben. Ich habe das schriftlich bei mir, ihr könnt das dann am Schluss haben. Dieses persönliche Zeugnis. Dann Traumdeuterei. Gehen wir zum nächsten Punkt. Zum Bereich der Magie gehören die Amulette, dann Talisman. Und ihr wisst, es gibt heute viele, viele Menschen, die halten sich an irgendein Amulett. Ein Kreuz am Körper, glauben sie, kann sie schützen. Oder ein Kreuz im Auto kann sie schützen. Oder irgendein Engel, ein kleines Engel, das man irgendwo hat, kann mich schützen. Oder Energiesteine können mir helfen und so weiter. Ihr Lieben, das ist alles Aberglaube und macht auf für finstere Mächte. Wer kann uns schützen? Kann uns ein Kreuz am Körper schützen? Kann uns ein Glücksbringer zum Beispiel, das ist ja auch ein Bereich, zum Jahreswechsel geben die Leute immer wieder Glücksbringer weiter. Ein Rauchfangkehrer, Vierblattklee, dann, was gibt es noch? Schweinchen und so weiter. Ihr Lieben, denkt einmal ganz nüchtern und normal diese Situation durch. Denkt das mal ganz nüchtern. Wie kann ein Rauchfangkehrer, den ich da mittrage, so ein Grigri, wie kann mich das schützen? Wie kann mir etwas Glück bringen, was tot ist? Wo ist der lebendige Gott? Wer bringt Segen und Glück und Fruchtbarkeit? Wer ist das? Das ist der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns das Leben gibt, der uns am Leben erhält. Es ist unglaublich, wie viele Christen völlig im Aberglauben stecken und total sich geöffnet haben für dunkle Mächte, für okkulte Dinge. Ich möchte niemanden verurteilen, es ist einfach Unkenntnis.
Unwissenheit. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, ich werde dieses Thema überall halten, dass die Menschen aufgeklärt werden und dass sie eine klare Entscheidung treffen können. Ob sie das aufgeben oder nicht, das ist dann ihre Entscheidung, aber sie sind zu warnen. Der Apostel Paulus hat seinem jungen Mitarbeiter den Auftrag gegeben und hat gesagt, predige das Wort, halte an, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Überall, und wenn wir die Propheten lesen im Alten Testament, die immer wieder gesagt haben, so spricht der Herr, immer wieder, und sind verworfen worden, gesteinigt worden, zerhackt worden. Jeremia ist in eine Grube geworfen worden, weil er den Königen die Wahrheit gesagt hat, die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat. Ihr Lieben, wir haben als Diener des Evangeliums, als Diener Gottes, den Auftrag von Gott, die reine biblische Wahrheit zu verkündigen und klar zu sagen, was Gott in seinem Wort sagt. Und deshalb möchte ich euch alle ermutigen, bitte lest die Bibel. Lest das Wort Gottes. Das ist heiliges Wort Gottes, das Gott bewacht hat durch all die Jahrtausende hindurch. Und die Bibel ist unverfälscht erhalten geblieben, obwohl es Bibelverbrennungen gegeben hat. Im Mittelalter war die Bibel auf dem Index verboten für Menschen zu lesen. Eine Katastrophe. Das heißt, Satan hat immer versucht, die Bibel zu beseitigen, das Wort Gottes zu beseitigen. Und dann konnte er die Menschen steuern, wie er wollte. Und daher ist es so wichtig, die Leute immer und immer wieder ermutigen. Das, was heute jetzt sich abspielt, die ganzen Katastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen, hat Jesus prophezeit in Matthäus Kapitel 24, dass es kommen wird, bevor er wiederkommt. Das kündigt an, dass Jesus bald wiederkommen wird und dass wir uns bereit machen sollen für die Begegnung mit ihm. Dann ein weiterer Bereich, das sind Kettenbriefe, Himmelsbriefe. Wer von euch hat schon mal einen Kettenbrief bekommen, wo ihm dann angekündigt worden ist, wenn du das nicht weiterschickst, wirst du ein Unglück, wird dich ein Unglück treffen und so weiter. Diese Kettenbriefe können alle ins Feuer. Alles ins Feuer. Lasst euch nicht Angst machen mit solchen Sachen. Jetzt geht es auch übers Internet. Kriege ich auch manchmal. Sofort löschen, für immer. Dann Yoga, habe ich schon erwähnt. Ihr wisst, dass Yoga fängt an mit Atemübungen, mit Gymnastikübungen und dann plötzlich ist irgendwo der Übergang ins Okkulte. Und wo dieser Übergang ist, das ist sehr schwer. Sehr schwer. Ich habe vor etlichen Jahren hatte ich eine Vortragsreihe in einem anderen Bundesland, ich möchte den Namen nicht nennen, und zwar über seelisches Gleichgewicht. Und da kam ein Yogalehrer in den Vortrag. Eines Tages ruft mich seine Frau an und sagt, Herr Krakolinik, ist es möglich, dass ich mich mit Ihnen privat treffen kann? Ich muss mit Ihnen reden. Okay, haben einen Termin ausgemacht, wir haben uns getroffen. Und dann sagt sie, ich muss Ihnen sagen, mein Mann ist Yogalehrer und zu Hause wie ein Teufel. Und je länger er das Yoga praktiziert und lehrt, umso schlimmer wird es. Und dann erzählt sie es mir. Eine Tragödie. Dann weiße Magie und schwarze Magie. Was ist schwarze Magie und was ist weiße Magie? Mit schwarzer Magie können Menschen den Stall von Leuten verzaubern, dass die Kühe keine Milch mehr geben. Oder sie können mit weißer Magie wieder alles entzaubern. Aber wichtig ist, es ist alles Magie. Es ist alles dämonisch. Ich habe auch hier in Österreich einen Mann erlebt, der eines Tages schwerste Depressionen bekommen hat. Und man hatte keine Erklärung. Medizinisch, körperlich war alles in Ordnung. Und dann sind wir der Frage nachgegangen. Dann,
ob er ein Eheproblem hat oder ein Arbeitsproblem, in der Arbeitsstelle Probleme hat und so weiter. Na, er hat eine super Arbeitsstelle, ist überglücklich, sehr guten Lohn, abgesichert und so weiter. Da sind wir alle verschiedenen Bereiche durchgegangen, lag denn irgendwelche Schuld, wo er mit Menschen einen Konflikt hatte und nie bereut hat und sich nicht versöhnt hat und so weiter. Alles in Ordnung. Dann sage ich, haben Sie sich mal mit okkulten Dingen beschäftigt? Nein, glaube ich nicht daran und will nichts davon wissen. Dann hab ich einfach so aufgezählt, oder haben Sie vielleicht okkulte Bücher in Ihrem Haus? Sechstes, siebtes Buch Mose. Ja, sagt er, das habe ich. Aber das ist ja ein biblisches Buch. Nein, das ist ein okkultes Buch, da lernen die Menschen schwarze Magie und weiße Magie. Er hat das erkannt, hat mich gebeten, das zu verbrennen, so wie es in der Apostelgeschichte Kapitel 19 steht, verbrennen. Und ich habe das verbrannt und von dem, wir sind niedergekniet, haben Jesus gebeten, dass er den Bann der finsteren Mächte in seinem Leben durchbricht und ein Heilungsprozess hat begonnen. Und er wurde vollkommen wiederhergestellt. Dann magisches Besprechen, magisches Warzen entfernen, magisches Gesundbeten, Schutzbriefe und Zauberbücher. Ja, noch etwas? Heilmagnetismus. Das ist sehr weit verbreitet. Da gehen Menschen zu Heilmagnetiseuren, von denen sie glauben, sie haben besondere Energien, die Gott ihnen gegeben hat. Und dann legen sie ihre Hand auf das kranke Organ eines Menschen. Magen oder Darm oder Leber oder was immer oder Herz. Und dann wird es ganz warm und ziemlich heiß. Und dann sagen sie so, jetzt gehen die heilenden Energien auf das kranke Organ. Und einige Zeit später leiden diese Menschen an furchtbaren Angstzuständen, an Depressionen, Selbstmordgedanken und so weiter. Sie haben sich geöffnet für den Bereich von dunklen Mächten. Die Frage ist immer, woher kommen diese Fähigkeiten? Kommen sie von Gott oder kommen sie von der Gegenseite? Und ich kann euch sagen, Satan macht nichts gratis. Er bietet dir an, ich sage dir, geht die ganze Zukunft. Aber mit einem über die Wahrsager und über das Kartenlegen. Ich sage dir alles. Aber der Preis ist deine Seele. Der Preis kann den ewigen Tod bedeuten. Genauso auch bei allen anderen Bereichen. Er hat nur ein Ziel. Die Bibel nennt ihn Diabolos, das heißt der Durcheinanderwerfer. Jesus nennt ihn Vater der Lüge und Mörder von Anfang an. So nennt ihn Jesus. Und der Apostel Petrus sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Aber wohlgemerkt, wir brauchen keine Angst haben, wenn wir unser Leben ganz im Gebet Gott anvertrauen. Und wenn wir Jesus bitten, dass er die Führung über alle meine Lebensbereiche hat. Wir werden nie getäuscht, wenn wir die Bibel kennen und sofort erkennen können, hoppla, das kommt von der anderen Seite. Wer immer die Bibel kennt, ich kann nur sagen, durch all die Jahrzehnte hindurch, ich bin jetzt seit 50 Jahren im Predigtdienst tätig, ich habe hunderte Bibeltexte im Kopf, von Anfang bis zum Schluss. Und immer wenn ich etwas anderes lese, okkulte Bücher, manchmal kommen die Leute und sagen, schauen Sie mal meine Bücher an, ist da was Gefährliches dabei? Ein paar Blicke durch die Bücher, ein paar Aussagen, dann merke ich sofort, okkult oder nicht. Wenn du das Wort Gottes kennst, wirst du so sensibel, weil dich der Heilige Geist leitet. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das ist unser Schutz. Dann zum nächsten Punkt. Und die schlimmste Form ist der Spiritismus. Das ist das Gläserrücken, Medium, Trance-Reden, Totenerscheinung. Und jetzt möchte ich euch ein paar Erfahrungen erzählen.
dieser Rücken, Gläserrücken, da bist du direkt in Kontakt mit Dämonen. Entweder mit Satan selber oder direkt in Kontakt mit finsteren Mächten. Und da ist meistens die Folge von schwersten Angstzuständen und Selbstmordgedanken und Depressionen. Auch in anderen Bereichen. Wir waren befreundet mit einem protestantischen Pfarrer in einem anderen Bundesland. Eines Tages sagen die Religionsschülerinnen zu ihm: Herr Pfarrer, wie können Sie heben, dass Sie schweben? Sagt der Pfarrer: Niemals, das könnt ihr nicht. Dann haben sie gesagt: Herr Pfarrer, setzen Sie sich hin auf den Stuhl, wie werden Sie heben? Mit zwei Fingern. Pfarrer setzt sich hin, betet inständig und dann probieren sie es und funktioniert nicht. Dann sagt er: Seht ihr, ich habe es euch gesagt, funktioniert nicht. Herr Pfarrer, das wird funktionieren. Setzen Sie sich noch einmal hin. Ganz sicher, das funktioniert. Setzen Sie sich noch einmal hin. Dann setzt er sich wieder hin, betet nicht mehr und plötzlich heben sie. Einige Monate später war seine ganze Ehe kaputt. Das ist der Preis. Er völlig verändert, die Frau hat mich dann angerufen und gesagt: Ich kenne meinen Mann nicht mehr. Was ist mit meinem Mann passiert? Sich geöffnet für finstere Mächte. Das ist eine andere Erfahrung. Da war ich hier zu einem Seminar. Plötzlich kriege ich einen Anruf von einer Frau und die sagt: Herr Krakolinik, bei mir geistert's. Und dann erzählt sie mir, was da passiert. Dann habe ich gleich am Telefon mit ihr gebetet und hab sie um die Adresse gebeten und habe sie gebeten: Ich möchte sie gern besuchen. Wir müssen alle Bereiche durchgehen, wo sie sich geöffnet haben für dunkle Mächte. Wir haben uns getroffen, ich komme hin und dann erzählt sie mir folgende Geschichte. Mein Mann war Alkoholiker, ist immer fremd gegangen und hat mich so gequält, immer wieder mit Erniedrigungen und Demütigungen und so weiter, dass ich schwerste Depressionen bekommen habe. Kein Arzt konnte mir helfen, kein Medikament konnte mir helfen. Und dann kommt ein Bekannter und sagt: Weißt du was? Ich bring dich zum Grab vom Pater Pio in Padua. Der hatte Stigmatisierungen zu Lebzeiten und der kann, da wirst du beim Grab ein Gebet sprechen und der wird dir sicher helfen. Du wirst ein Wunder erleben. Und in ihrem Innersten sträubt sich alles dagegen. Und dann hat er sie bearbeitet: Na komm doch, probier's doch, das kann dir nicht schaden, das kann dir nur helfen, es kann nur besser werden. Okay, ist er mit ihm mitgefahren. Sie betet am Grab von Pater Pio ein Gebet und kurz danach, sie sagt Amen und plötzlich hat sie Rosenduft in der Nase. Sie schaut rundherum, keine einzige Rose. Fährt zurück in die Heimat, übernachtet in einem Hotel, am Morgen früh wacht sie auf, wieder Rosenduft in der Nase, schaut herum, nirgends eine Rose, kommt nach Hause, genau das gleiche, geht in die Wohnung, Rosenduft, keine Rose da. Einige Zeit später, ganz plötzlich, hört sie Schritte in der Wohnung. Sie sieht keine Menschen, sieht nichts. Plötzlich klopft es an der Tür, sie macht die Tür auf, kein Mensch da. Und das geht so weiter, von Tag zu Tag und von Woche zu Woche. Sie kriegt panische Angst und weiß nicht, was jetzt da in ihrer Wohnung passiert. Geht zu einem Pfarrer und erzählt ihm das und der Pfarrer sagt: Ja, wir müssen eine Messe lesen lassen. Messe wird gelesen, der ganze Spuk geht weiter. Geht zu einem anderen Pfarrer und der erzählt ihm das und der sagt wieder: Messe lesen lassen.
Und der ganze, machen das und der ganze Spuk geht weiter. Geht zum dritten Pfarrer und sagt ihm das und der sagt, na wahrscheinlich, es könnte sein, dass hier irgendein Toter begraben ist im Haus und vielleicht sind da noch irgendwelche Gebeine da, dass diese Seele noch nicht den Ruheplatz gefunden hat und dass die sich jetzt meldet. Messe lesen lassen. Wieder Messe, nichts und der ganze Spuk geht weiter. Und in ihrer Verzweiflung hat sie irgendwie auf Umwegen von meine Telefonnummer bekommen und ruft mich an. Und dann bin ich hier mit ihr alles durchgegangen. Wo ist da etwas passiert in ihrem Leben? Und dann erzählt sie mir das. Ich schlage die Bibel auf, Prediger Kapitel 9, wo Gott sagt, die Toten wissen nichts. Sie haben keinen Anteil an allem, was unter der Sonne geschieht. Wisst ihr, wie oft in der Bibel das Wort unsterblich steht? Dreimal. Das Wort unsterblich steht in der Bibel dreimal, aber nie unsterbliche Seele. Das gibt es nicht. Diese Lehre von der unsterblichen Seele kommt aus dem Heidentum. Die ist im Buddhismus, im Hinduismus, in allen heidnischen Religionen. Von daher kommt das. Und es ist die erste Lüge Satans aus dem Paradies. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, wenn sie sündigen werden, dann werden sie sterben. Und wisst ihr, was Satan zu Eva gesagt hat? Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, dann, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, also sündigen werdet, werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das war die erste Lüge. Und mit, was haben sie gemacht? Die Eva hat auf diese Stimme gehört und das ganze Elend, die Sünde und all das Elend, das durch die Sünde gekommen ist, kam in diese Welt und jetzt haben wir diese komplett verdorbene Welt. Komplett in Sünde verstrickt. Da hat es begonnen. Die erste Lüge Satans. Also, wo steht das Wort unsterblich? Im Timotheusbrief sagt der Apostel Paulus, Gott, der allein Unsterblichkeit hat und wohnt in einem Licht, da niemand hinzukommen kann. Gott, der allein Unsterblichkeit hat. Kein Mensch. Wir sind alle sterblich und sterblich heißt komplett tot. Und das zweite Mal steht es in 1. Korinther Kapitel 15, dort steht, das ist die Rede von der Auferstehung. Da schreibt der Apostel Paulus, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er alle, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferwecken und sie werden aus den Gräbern kommen, unsterblich. Da bekommen wir Unsterblichkeit. Und dann sagt er, und die Gläubigen, die dann noch am Leben sein werden, werden in einem Augenblick zur Unsterblichkeit verwandelt werden. Sonst findet ihr nirgends das Wort unsterblich. Wenn Jesus wiederkommt, merkt ihr, wie wichtig das ist, die Bibel genau zu kennen, die Bibel genau zu lesen? Eine andere Begebenheit, da hatte ich eine Evangelisation in Tschechien vor einigen Jahren. Da kommt eine junge Dame zu mir und sagt, ich brauche Ihre Hilfe. Und dann erzählt sie mir, sie kommt aus Ex-Jugoslawien, ist während der Kriegszeit aus Jugoslawien geflüchtet, nach Tschechien. Und dann hat sie solche Depressionen bekommen, dass sie nicht mehr gewusst hat, wie sie weiterleben kann. Dann hat sie sich gesagt, ich muss zu einem indischen Meister. Ist nach Indien geflogen, ist dort einem indischen Meister begegnet und in dem Moment, als sie diesem indischen Meister begegnet, kommt aus dem Innersten dieses Meisters ganz plötzlich ein unglaubliches Licht heraus. Und augenblicklich waren ihre Depressionen weg. Ihre Angstzustände und Depressionen weg. Sie kommt zurück nach Tschechien, nach Hause
Und plötzlich hat sie Stimmen im Kopf. Stimmen, die sie nicht abstellen kann, Tag und Nacht. Stimmen, die zu ihr sagen, bring dich um und mach das und mach das. Furchtbare Stimmen und sie kriegt das nicht weg. Und genau in dem Zeitpunkt hatte ich die Evangelisation dort. Und sie kommt zu mir und erzählt mir das. Und dann habe ich ihr gesagt, und da sagt sie, jetzt werde ich wieder hinfliegen zu diesem Meister, denn nur er kann mir helfen. Sage ich, der Meister, der dir helfen kann, ist nicht in Indien. Der wahre Meister ist im Himmel und das ist Jesus. Und Jesus allein hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn du die Bibel liest, dann merkst du, dass Jesus die Kranken geheilt hat. Dass Jesus Tote auferweckt hat, weil sie wirklich tot waren. Er hat die Macht über den Tod. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, denn ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Sie war komplett perplex, sagt sie. Ja, hab ich völlig vergessen, dass nur Jesus helfen kann. Und ich habe immer geglaubt, es kommen immer neue Meister, wurde mir gesagt. Und jetzt, Jesus war einer von diesen Meistern und jetzt gibt es viele davon. Und Indien ist voll davon. Und wisst ihr das, im christlichen Abendland Massen von Menschen zu solchen indischen Meistern gehen und vergessen, dass der Meister Jesus ist. Ich könnte manchmal weinen, dass ich mir sage, wie ist das möglich? Gott hat uns die Bibel gegeben, sein heiliges Wort. Wo wird das gelesen? Wo wird die ganze biblische Wahrheit gelehrt? Nicht nur Teile davon, sondern die ganze biblische Wahrheit. Manchmal habe ich das erwähnt, ich muss mich öffentlich auf die Stadtplätze stellen und mit Lautsprecher hinaus besonnen, die lieben Menschen, die ihr Hilfe sucht, die ihr Gesundheit sucht, es ist in Jesus zu finden. Die ihr Befreiung sucht, glückliches Leben, Harmonie in eurem Leben, in Jesus findet ihr es. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das sind nicht einfach nur so nebenbei Aussagen, sondern das sind klare Botschaften Jesu. Gehen wir weiter, also zum Bereich des Totenerscheinung. Ja, gehen wir weiter. So, wie können okkulte Belastungen aussehen, wenn jemand okkult belastet ist? Ihr wisst, dass Gott sagt in der Bibel, der Apostel Paulus, 1. Thessalonich, Kapitel 5, Vers 23, dort steht, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist, das heißt unser geistliches Leben, samt Seele, das ist das Denken und Fühlen und Wollen des Menschen, und Leib müssen bewahrt werden unsträflich auf die Wiederkunft unseres Herrn. Alles, Geist, Seele, Leib, muss bewahrt werden unsträflich, um Gott zu begegnen. Das weiß Satan. Und die Bibel sagt uns auch, wer das macht. Das geschieht nur dort, wo Menschen sich zu Jesus bekehren. Dort werden sie innerlich erneuert. Und wo sie mit Jesus bewusst eine innige Beziehung pflegen, durch tägliches Bibellesen, tägliches Gespräch mit ihm im Gebet, hört auf das, was Jesus sagt und tun, was Jesus sagt. Da sind sie. Und genau auf diesen drei Gebieten greift Satan an. In geistlichen Störungen, und schauen wir das jetzt mal an, im Geistlichen können Probleme sein beim Bibel lesen, Seher, Unglaube, wohlgemerkt. Diese Punkte, die wir jetzt erwähnen, können auch andere Ursachen haben. Aber wenn Menschen in diesen Bereichen Störungen haben, dann ist es sehr oft okkulte Belastung.
Also, sehr Unglaube. Probleme beim Bibellesen. Bei der Evangelisation in Kasachstan hat sich Folgendes ereignet. An einem Abend kamen vier Lehrerinnen, das heißt, sie sind jeden Abend gekommen, während der ganzen Vortragsreihe. Und eine Lehrerin sagt uns eines Tages, komisch, wenn ich hier hereinkomme in den Saal, ich habe eine große Sehnsucht nach der Bibel, nach dem Wort Gottes. Und wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, du schlagst die Bibel auf und fängst an, aus der Bibel zu lesen, schlafe ich sofort ein. Und wenn du Amen sagst und die Bibel wieder zumachst, bin ich wieder hellwach. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich kriege nichts mit vom Vortrag. Dann habe ich sie gefragt, ist da irgendwas passiert in deinem Leben, okkulte Sachen? Und dann erzählt sie uns Folgendes. Wir haben sie dann besucht zu Hause und den anderen ist es ähnlich gegangen. Vier Lehrerinnen und dann haben sie uns Folgendes erzählt. Sie waren bei einem charismatischen Gottesdienst in Alma Ata. Da sind über 2000 Menschen anwesend gewesen. Und der Prediger dort hat gesagt, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann hat er gepredigt, machtvoll. Der Heilige Geist weht. Die Kraft des Heiligen Geistes wird über euch kommen. Der Heilige Geist ist da. Er ist machtvoll am Werk und so weiter. Und plötzlich macht er... Und eine ganze Anzahl von Menschen fallen nach hinten um. Und drei Lehrerinnen liegen plötzlich am Boden und die vierte steht noch und wundert sich, warum liegen die am Boden und im selben Moment fällt sie auch um. Von dem Augenblick an waren sie alle okkult belastet. Der Teufel hat schon längst Einzug gehalten in viele Kirchen, in viele Herzen von Predigern, von Pfarrern, von geistlichen Führern. Alle, die sich nicht ganz genau an die Bibel halten, stehen immer in großer Gefahr, getäuscht zu werden. Dann haben sie uns das erzählt, wir sind miteinander niedergekniet mit dem ganzen Predigerteam, haben inständig gebeten, dass Jesus den Bann der finsteren Mächte in ihrem Leben durchbricht und augenblicklich waren sie frei und die Evangelisation war für sie ein kostbares Erlebnis. Sie haben klare Entscheidungen für Jesus getroffen. Dann Verstockung gegen Gott, halbe Bekehrungen oder falsche Erweckungen, geistlicher Hochmut oder dauernde Zweifel. Wenn jemand dauernde Zweifel hat, stimmt die Bibel wirklich? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Kann doch nicht sein. Ist doch schon zigmal übersetzt worden und kann doch nicht sein, dass die Bibel noch stimmt, so wie sie heute da ist. Und so weiter. Wenn jemand dauernde Zweifel hat, dann kann das okkulte Belastung sein. Oder dauernde Zweifel an den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Da hat Jesus versprochen, wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave bleibt nicht ewig im Haus, sondern der Sohn bleibt ewig. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Dann, viele haben Zweifel daran, dass Jesus das wirklich kann. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es nur eines, schauen, ob da okkulte Belastungen geschehen sind und dann mit ihnen beten und den Weg der Befreiung gehen. Oder religiöser Wahn und vor allem kein innerer Friede. Nächster. Dann im seelischen Bereich furchtbare Unversöhnlichkeit. Wenn Menschen nur noch streiten bis ins Grab hinein, von einem Prozess zum anderen gehen, auch das kann Folge von okkulter Belastung sein, dass sie von finsteren Mächten vollkommen beherrscht werden. Dann Eigensinn, zäher Eigensinn, dann Jähzorn, wohlgemerkt, das kann auch andere Ursachen sein, Ursachen haben. Ich bin von Kind an wahnsinnig jähzornig gewesen, aber Jesus hat mich vollkommen verändert. Dann Rachsucht, Streitsucht. Ihr lest sicher auch immer wieder hört in den Nachrichten, wie Menschen plötzlich innere Stimmen haben, die ihnen sagen, bring den um oder erschieß die.
und so weiter. Das sind Stimmen von den finsteren Mächten. Und die sich rächen, und wenn man sie nachher fragt, wie konnten sie sowas machen? Ja, ich bin getrieben worden, ich habe eine Stimme gehabt, ich soll das tun. Dann Geiz, furchtbarer Geiz, sie sitzen auf allem, geben nichts her. Kleptomanie, das kann natürlich auch andere Ursachen haben. Kleptomanie, die müssen ständig etwas stehlen, etwas mitnehmen. Dann Scheidungsgedanken, Angstzustände, Depressionen, Verfolgungswahn, Trunk- und Nikotinsucht, Mondsucht, Wahnsinn, Fluchgeist, innere Stimmen und schließlich Drang zum Selbstmord. Und dann im körperlichen Bereich können schwere Nervenstörungen kommen, Herzbeklemmung kann kommen, epileptische Anfälle. Wir haben ein Beispiel in Markus Kapitel 9, Vers 18, ein Kind, vom Kind an epileptische Anfälle. Und Jesus fragt den Vater, seit wann hat das Kind das? Und der Vater sagt, von klein an, vom Kind an. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder waren die Eltern mit dem Kind bei irgendeinem Wahrsager schon damals, oder aber von den Vorfahren, dass die Vorfahren schon sich mit okkulten Dingen eingelassen haben, dann gehen diese Belastungen weiter von Kind zu Kindeskind und brauchen Befreiung. Und dort, wo diese Befreiung stattfindet, diese Lebensübergabe an Jesus, von dem Augenblick an sind alle Kinder, die nachher geboren werden, nicht mehr belastet. Oder Ohnmachtsanfälle, Stottern, Sprachlosigkeit, Triebentartung, Missgeburten und Brutalität. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Ah, noch etwas. Im Haus können Spukerscheinungen passieren. Ich könnte euch stundenlang Erfahrungen erzählen, die mir die Leute erzählt haben. Ganz schlimm. In Wales, in unserer Nachbarschaft, bin ich eines Abends gerufen worden von einer Bedienerin. Da ist eine Frau gestorben in der Wohnung und plötzlich geht der Rollladen auf. Das Bett hebt sich und senkt sich und sie kriegt panische Angst und rennt hinaus, was ist denn los hier? Und läuft zu meiner Frau und bittet, dass ich komme. Und da hat sich Folgendes gezeigt. Die ganze Familie waren Spiritisten. Ich habe mich dann hineingestellt in diese Wohnung und einfach gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, durchbrich den Bann aller finsteren Mächte hier in diesem Haus und reinige dieses Haus von allen finsteren Mächten. Augenblicklich war Ruhe. Einige Monate später stirbt der Mann, genau das gleiche wieder. Dann hat sie in ihrer Verzweiflung einfach geschrien, weil sie noch in Erinnerung hatte mein Gebet, Herr Jesus, hilf! Herr Jesus, hilf! Und plötzlich war Ruhe. Also, oder Gestalten erscheinen, oder Klopfgeräusche. Oder aber, das waren jetzt die negativen Seiten, oder aber, wo Satan die Menschen quält, oder er macht sie zu seinen Mitarbeitern, gibt ihnen Fähigkeiten zum Pendeln, Fähigkeiten mit der Wünschelrute zu gehen, ohne dass sie es merken, dass das von ihm kommt. Oder sie bekommen Fähigkeiten als Medium oder als Guru oder als indischer Meister oder was immer. Oder falsche Propheten. Die Bibel ist voll von Warnungen vor solchen Leuten. Dann der Weg der Befreiung durch Jesus. Punkt Nummer 1. Wenn irgendetwas von dem, was wir jetzt betrachtet haben, bei dir passiert ist, geh auf die Knie und bitte Gott, dass er dich erleuchtet durch den Heiligen Geist und dich an alles erinnert, wo du dich geöffnet hast für finstere Mächte. Ich habe Leute erlebt, die haben von Anfang an gesagt, habe ich mich nie damit beschäftigt. Und doch litten sie sehr unter schwersten Angstzuständen und Depressionen. Wir sind alle in ihre Lebensbereiche durchgegangen, sie waren versöhnt mit Menschen und so weiter. Alles in Ordnung, dann habe ich gefragt, dann gibt es nur noch eines, kann es sein, dass du dich mit okkulten Dingen eingelassen hast?
Nein, habe ich nie gemacht und so weiter. Dann habe ich gesagt, tu mal beten. Das war eine Glaubensschwester aus unserer Gemeinde. Tu mal beten. Und wir haben inständig gebetet, dass Gott sie erinnert, wo etwas passiert ist in ihrem Leben. Und dass Gott ihr zeigt, und sie soll alles aufschreiben, und das hat sie dann gemacht. Sie hat dann weiter gebetet, und nach ungefähr 10 Tagen bin ich wieder hingekommen, hatte sie eine ganze Liste von okkulten Sachen, von denen sie keine Ahnung hatte. Manchmal sind es okkulte Bücher, die im Hause sind, und die Leute haben keine Ahnung, dass sie hier finstere Mächte herinnen haben. Und wenn sie das lesen und praktizieren, dann kann alles Mögliche passieren. Also die Befreiung geschieht durch Jesus. Punkt Nummer 1. Gehen wir weiter. Bekenne jede Sünde einzeln. Denn wenn du nicht Inventur machst, kann es passieren, dass Jesus dich frei macht, aber du gehst wieder hinein in irgendeinen dieser Bereiche, von denen du geglaubt hast, die sind in Ordnung. Und daher ist es wichtig, Inventur zu machen. Also bekenne alle Sünden einzeln und bitte Jesus um Vergebung. Und in diesen Bereichen, da hat Jesus seinen Dienern Vollmacht gegeben. Ihr wisst, dass Jesus, als er die Jünger ausgesandt hat, hat er gesagt, geht hin, macht Kranke gesund und treibt Dämonen aus und predigt das Evangelium. Und in solchen Fällen ist es wichtig, einen erfahrenen Seelsorger zu Rate zu bitten, um Hilfe zu bitten, der helfen kann, dass du alles erkennen kannst und alles auch zu Jesus bringen kannst. Gemeinsam im Gebet. Dann bitte Jesus, den Bann der finsteren Mächte vollständig zu durchbrechen. Egal, wann diese okkulte Belastung passiert ist. Manchmal sagen mir Leute, aber das liegt ja schon 20 Jahre zurück, dass ich beim Tischrücken dabei war. Ganz egal, wie lange das zurückliegt, du bist gebunden. Du brauchst Befreiung. Nächster Punkt. Oder auch die Belastung von den Vorfahren her. Wenn die Eltern sich mit okkulten Dingen beschäftigt haben, dann gehen diese Belastungen weiter über die Kinder über. Und da ist es wichtig, Jesus zu bitten, Herr Jesus, durchbrich auch den Bann der finsteren Mächte von den Vorfahren her. Ich möchte vollständig frei sein. Nächster Punkt. Und dann kommt der wichtigste Punkt. Dein Leben im Gebet vollständig Jesus übergeben. Indem du einfach sagst, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast. Und jetzt möchte ich dich von ganzem Herzen bitten, komm in mein Leben und übernimm die volle Kontrolle über alle meine Lebensbereiche. Und mach du mich so, wie du mich haben möchtest, dass ich nie mehr, dass finstere Mächte keinen Zugang mehr haben zu meinem Leben. Ich möchte dir gehören für alle Ewigkeit. Und dann geschieht das große Wunder. Ein total neues Leben mit Jesus. Und brechen mit all diesen okkulten Dingen. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr die Bibel zur Hand habt, schlagt auf Apostelgeschichte Kapitel 19. Apostelgeschichte Kapitel 19, da kommt der Apostel Paulus nach Ephesus. Und er lebt in Ephesus eine unglaubliche, unglaublich viele finstere Mächte und Finsternis bei den Ephesern. Und wenn ihr das ganze Kapitel lest, das ist unglaublich, was sich dort abgespielt hat. Die Epheser haben die Himmelskönigin, die eine Muttergottheit gehabt, das war die Göttin der Diana der Epheser. Die Göttin Diana der Epheser. Es ist interessant, immer, wenn das Volk Israel von Gott abgefallen ist, haben sie plötzlich eine Mutter zu einer Gottheit gemacht. Und hier bei den Ephesern
ebenfalls eine Muttergöttin, die Göttin Diana der Epheser. Dann kommt der Apostel Paulus dorthin und verkündigt das Evangelium. Und Gott wirkt ein großes Wunder. Und zwar Kapitel 19 vom Vers 18 an. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sie das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Was haben die Epheser gemacht? Alle Zauberbücher, alles, was mit finsteren Mächten zu tun hatte, zusammengetragen und öffentlich verbrannt. Und damit öffentlich mit den finsteren Mächten gebrochen. Ihr Lieben, das ist der Weg. Das heißt, bezeugen im Heim, dass du wirklich mit den finsteren Mächten nichts mehr zu tun haben willst. Alles vernichten, alles zerstören, alles verbrennen. Wenn du keine Möglichkeit hast, es zu verbrennen, dann zerstöre es einfach, damit es niemandem mehr dienen kann. Ja, nicht verkaufen oder verschenken, sonst geht das Ganze weiter. Nächster Punkt. Und wenn du alles das gemacht hast, aufgeräumt hast, in deinem Haus, in deinem Leben, also auch die Rockmusik vernichtet hast, die Heavy-Metal-Musik-CDs vernichtet hast, die ganzen okkulten Bücher, die Zauberbücher, ob das jetzt Wahrsagerei ist oder Aberglaube, alles hinaus, alles entfernen. Hufeisen kann uns nicht schützen und all die anderen Dinge. Alles entfernen. Gott kann uns schützen. Der Apostel Paulus sagt, durch den Apostel Paulus sagt Gott, sondert euch ab und rührt kein Unreines an, sagt Gott, dann will ich euch annehmen und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, meine Kinder sein und ich will euer Vater sein. Gott ist unser Schutz. Im Psalm 121 steht, das war ein Psalm, den die Gläubigen gesungen haben, wenn sie nach Jerusalem gepilgert sind zum Passafest und zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Und auf diesem Weg sind sie durch heidnische Gebiete gezogen. Und dann haben sie gesehen, dass die Heiden auch immer da diese Höhenfeuer haben und so weiter und dort ihren Göttern huldigen und ihren Göttern opfern. Und dann haben sie den Psalm 121 gedichtet. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Lest die Psalmen. Dann werdet ihr immer motiviert werden, Gott allein vertrauen, seiner Macht vertrauen, seinem Schutz vertrauen, seiner Liebe vertrauen. Und wenn ihr euch mit der Macht Jesu beschäftigt, dann werdet ihr merken, es ist der einzige Retter. Das ist unser Heiland. Und deshalb, wenn du aufgeräumt hast, dein Leben Jesus übergeben hast, bleib in lebendiger Verbindung mit Jesus. Beginne den Tag mit ihm. Versammle deine Kinder, deine Familie, kniet nieder am Morgen früh zum Gebet und bittet um den Schutz Gottes für die Familie, um den Segen Gottes für die Familie, um die Führung Gottes für die Familie. Und wenn ein Kind vor einer Prüfung steht, alle einladen, alle die Familienmitglieder, lasst uns beten für die Schwester oder lasst uns beten für den Bruder oder lasst uns beten für die Mama, die vor einer großen, schwierigen Situation steht. Beten, miteinander, Gott um seinen Schutz bitten, Gott um Hilfe bitten. Im Propheten Malachi steht,
Am Ende wird ein klarer Unterschied sein zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Die nur vom Munde her Gott dienen. Aber das Herz ist ganz woanders. Und ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzlich einladen, aus ganzem Herzen. Wenn du dein Leben noch nie Jesus vollständig übergeben hast, mach es jetzt. Sag einfach, Herr Jesus, ich habe erkannt, was es bedeutet, mit dir zu leben und in wie vielen Gefahren wir uns befinden, wenn du nicht die Herrschaft über mein Leben hast. Und wo immer ich mich auf okkultes Gebiet begeben habe, Herr Jesus, vergib mir und durchbrich den Bann aller finsteren Mächte. Offenbare mir alles und befreie mich von der Macht der finsteren Mächte und komme in mein Leben und mache mein ganzes Leben neu. Halte mich fest an deiner Hand und lass mich nicht mehr los. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Amen. Amen. Darf ich bitten, dass wir noch zum Gebet aufstehen? Unser Vater, der du im Himmel bist, im Namen Jesu möchten wir dir von ganzem Herzen danken für dein kostbares, heiliges Wort, das du uns gegeben hast. Vater, wir danken dir für die wunderbare Gabe deines Sohnes. Und Vater, wir haben ganz klar erkannt, welche Angebote der Widersacher hat und wo wir von diesen Angeboten etwas angenommen haben. Dann möchten wir dich von Herzen bitten, vergib uns und zeig uns alles auf, wo wir uns geöffnet haben für dunkle Mächte, dass wir alles entfernen können und dass du, Herr Jesus, uns auch vollständig frei machen kannst. Und wo irgendjemand gebunden ist, Herr Jesus, dann möchten wir dich jetzt von ganzem Herzen bitten, durchbrich den Bann aller finsteren Mächte in unserem Leben, im Leben unserer Familie, unserer Kinder, unserer Verwandten. Aber vor allen Dingen möchten wir dann auch unser Herz und unser Leben dir, Herr Jesus, übergeben. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, übernimm die Führung und Kontrolle über unser Heim, über unsere Kinder, über unsere Familien, über unsere Ehen, über uns alle, die wir dich von ganzem Herzen lieben. Und wir möchten dir von ganzem Herzen danken für das, was du in unserem Leben schon getan hast und für das, was du noch tun wirst. Wir bitten dich um Rettung für uns alle, aber auch für alle unsere Lieben, dass niemand verloren geht. Und wir danken dir im Namen Jesu dafür. Amen. Amen.